Diese Teile sind aus dem Betonträger gebrochen. Ja, Luke, jetzt endlich hier, komm. Tja, eine Luke. Sie führt weiter nach unten. Das könnte aber mein Weg in die Freiheit sein. Da bewegt sich nichts. Die Luke ist stark verrostet. Vermutlich wegen des Wassers hier unten. Ja, wahrscheinlich. Ja, es geht immer noch nicht. Da bewegt sich nichts. Ach, das geht sogar, okay. Manchmal hilft nur rohe Gewalt. Wie auch immer du das Ding jetzt, wahrscheinlich mit dem Isolierband, aber okay. Ganz vorsichtig. Sobald Strom auf das Kabel gelegt wird, zündet die Sprengkapsel und lässt die Dynamitstange detonieren. Hoffentlich reicht das, um die Luke aufzusprengen. Interessant, wie er von hier unten... Naja, okay, Ding. Das Kabelgedönse da hoch. Gut, ich würde sagen, soweit. Das ist wahrscheinlich sowieso dicht, ne? Die Tür ist von außen verriegelt. Das ist eine massive Panzertür. Sowas kann ich nicht aufbrechen. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Gucken wir vielleicht mal den Hebeln. Als der Kerl einen dieser Hebel gezogen hat, ist hinter mir die Metalltür zugefahren. So, mal sehen. Aha. Ich sehe keinen Grund, warum ich die Tür verschließen sollte. Ich lasse sie auf und halte mir damit den Rückweg offen. Mhm. Okay. Gut, dann nehmen wir mal den Apparat hier. Würde ich sagen. Erst einmal müsste ich eine Dynamitstange platzieren und die Kabel anschließen. Das hast du doch schon getan, du Idiot. Ach so. Ah. In Ordnung. Ich drehe die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Vielleicht sollten wir das Ding hier wieder schließen, aber das will er wohl nicht tun. Gut, probieren wir mal aus. Das Kabel ist mit der Dynamitstange und dem Apparat verbunden. Alles bereit zur Sprengung. Juhu. Ja, dann spreng doch endlich, meine Güte. Ich brauche Stunden. Das wollte ich schon immer mal machen. Das stimmt, ich auch. Gut, den können wir wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Sieht nicht sehr hilfreich aus. Verflucht! Die Luke hat kaum einen Kratzer. Den Griff hat es glatt abgerissen, aber die meiste Energie der Sprengung ist verpufft. Okay, wir haben ja noch eine oben. Nehmen wir die einfach mal mit. Hoffentlich ist die zweite Stange auch so stabil wie die erste. So, nochmal. Die erste Sprengladung hat kaum einen Kratzer in die Luke gemacht. Da wird die zweite auch nichts reißen können. Och Mensch, sei doch nicht so negativ, bestimmt. Tja, vielleicht auf den Betonträger? Ich hoffe, dass das funktioniert. Geh doch einfach nach oben. Ach, nein! Ich habe ja noch gar nicht hier das Dingens befestigt, aber... Achso, da brauche ich auch einen neuen, okay. Okay, okay. Und noch ein Zündkabel. Juhu. Ich frage mich, wieso die hier so Dynamit und sowas hier rumliegen haben. Ich weiß nicht, ob sowas Standard im Zweiten Weltkrieg war, dass Bunker mit Dynamit ausgerüstet waren. Vielmehr frage ich mich dann nach der Sinnhaftigkeit. Das Dynamit dürfte den Betonträger endgültig von der Decke sprengen.
Genau. So. Ich würde das Ding wieder zumachen, aber er will es ja nicht. Ich drehe wieder die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Tu das. So. Dann auf ein neues. Und los. Dieses Mal muss es klappen. Finde ich auch. Dass der Boden da nicht einstürzt unter ihm, das ist krass. Das ist auch unlogisch, finde ich, aber okay. Die Luke hat's tatsächlich durchschlagen. Darunter ist eine Art Röhre. Sie führt nach unten. Sie wäre groß genug für mich, aber ich kann nicht sehen, wohin sie führt. Und ich kann mich nicht an dem Betonstück vorbeidrücken. So, dann schmeißen wir vielleicht erstmal eine Fackel nicht runter. Aber das Teil befestigen wir mal da dran. Ich lege die Kette um das Betonstück. Okay. So. Haben wir es irgendwie an dem... Wo ist denn jetzt unsere Kette hin? Ach so, die nimmt er dann nicht so richtig mit. Das Schlauchboot vielleicht da drunter? Das Aufdrücken? Hier sind Metallösen am Schlauchboot. Ich hake die Kette ein. Ah. So. Ja. Na. Wie das an die Luke? Das würde mich nicht weiterbringen. Der Schlauch ist zu kurz, um irgendwo anzukommen. Ah, das will ich doch auch gar nicht, Dämmel. So. Das Boot hängt an der Kette und die ist um das Betonstück geschlungen. Das könnte funktionieren. Ja, weil das ein Spiel ist. Und aufwärts. Dann mach mal. Also, auch das... Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber okay. Ach da, was geht da? Da oben geht es raus, aber hier ist keine Leiter. Ich vermute, dass der Raum da oben der Raum hinter dem Stahltor ist. Aber ich komme nicht ans Gitter. Vielleicht können wir das hier fluten. Ja, vielleicht können wir das hier fluten. So, wir haben hier diese Wassertanks. Die Water Tanks. Nehmen wir doch einfach mal so einen Schlauch. Das würde mich nicht weiterbringen. Der Schlauch würde nur knapp bis hinter die Zelle reichen. Was soll ich da mit Wasser? Och mein Gott, ey, denk doch mal ein bisschen weiter. Hier, komm. Dann nehme ich halt den. Mein Gott. Ein Feuerwehrschlauch mit Metallanschlüssen auf beiden Seiten. Nimm ihn. Nicht gerade leicht. Allein die Metallanschlüsse auf beiden Seiten haben ganz schönes Gewicht. So, hier ist das ja wohl. Das würde mich nicht weiterbringen. Der Schlauch würde nur knapp bis hinter die Zelle. Ja. So, mein Gott. Ich habe die beiden kurzen Schläuche. Ist gut. So, endlich. Hoffentlich, ja. Ja, weil hier scheint ja noch Wasser drin zu sein. Es tropft ja zumindest. Die Anschlüsse passen. Der Schlauch hängt am Wasserauslass. Wunderbar. Erst einmal sollte ich das Ende des Schlauchs irgendwo hinlegen, wo mir das Wasser helfen kann. Na, das macht Sinn. Mehr Kabel brauche ich momentan nicht. Was? Wollte ich doch auch gar nicht, mein Gott.